Ich habe die Nachricht mit demselben Code verschlüsselt, den Malik schon benutzt hat. Und sie wird alle 15 Sekunden wiederholt. Gute Arbeit, Leute. Jetzt müssen wir nur noch Malik überzeugen, dass er uns hilft, unseren Freund zurückzuholen. Brillant! Und vielen Dank. Ja, ich weiß, das ist eine krasse Nummer, aber ihr seid alle echt mutig. Ich bin stolz, dass ihr meine Freunde seid. Ach Gott. Jetzt am Ende des Spiels brauchst du auch nicht mehr emotional werden, wirklich. Verbindung von einer unbekannten verschlüsselten Quelle. Das muss Malik sein. Stell ihn durch. Hoffentlich hast du einen sehr guten Grund, um mir zu drohen, sonst wird das ein sehr kurzes Gespräch. Emma Child hat einen von uns entführt. Und an ihrer Stelle würde ich ihn jetzt über dich ausfragen. Verstehe. Wie der Zufall will, beobachte ich Emma genau. Aber ich habe eine Bedingung. Der Plastiksprengstoff ist noch verschwunden. Und wenn ich ihn wiederhaben möchte, brauche ich Emma lebend. Okay, gut. In Ordnung. Der Sirs nutzt Baustellen, um Kurzzeithäftlinge zu verhören. Da sind sie isoliert und man kann Leichen besser verstecken. Und meine Quellen sagen mir, dass Emma gerade bei einer aufgetaucht ist. Spuck's schon aus. Wenn dein Agent noch nicht übergelaufen ist, dann hält sie ihn vermutlich dort gefangen. Bin dran. Je länger dein Agent gefangen gehalten wird, desto länger kann Emma ihn bearbeiten. Finde deinen Freund, bevor sie mit ihm redet, und nimm Emma gefangen. Viel Glück. Gut, wir retten den DedSec-Agenten, auch wenn ich nicht weiß, wo er sich gerade befindet. Wir schauen einmal auf die Karte. Und zwar, da müssen wir hin. Also im Prinzip können wir gleich rüberfliegen. Das ist genauso weit, als wenn wir uns einmal mit der U-Bahn hinbringen lassen. Tja, meine Lieben. Also ihr seht schon, wir retten jetzt denjenigen wieder, den wir ursprünglich verloren haben. Gegebenenfalls wäre das jetzt nochmal ein Hinweis darauf gewesen, ja, du kannst entführte Agenten auch einfach so wieder retten, damit man nicht das Gefühl hat, okay, die sind jetzt nacheinander weg, ich weiß nicht, was ich tun soll. Durch die Kampagne wird man nochmal damit konfrontiert, wie man die ganzen retten kann. Interessant, schön gemacht, absolut, aber zieht das Spiel nur ein wenig in die Länge. Im Spiel ist gerade 16.21 Uhr, 22. Wir müssten eigentlich gleich da sein. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte. Jo. Noch eine Brücke weiter hier nach. Also im Prinzip da bei diesem Komplex, der da vorne gebaut ist, wahrscheinlich dann auch die Hauptzentrale des SIRS. Die Frage ist bloß, ob Emma dann auch dort aufzufinden ist. Oder ob wir dort nur unseren Agenten retten und dann wieder woanders hin müssen, um die Emma zu finden. Ich denke jetzt beides. Ah, das ist diese kaputte Brücke. Ich verstehe. Waren wir da auch nicht schon mal? Nee, ne? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das ist die Baustelle, von der Malik glaubt, dass Emma Child hier unseren Agenten festhält. Scheint plausibel. Die Security ist so scharf, die brennt garantiert zweimal. Okay. Habt ihr gesehen? Das Boot kommt jetzt so langsam aus dem Wasser wieder raus. Seltsam. Das ist nicht... Hört auf, ihr verdammten Idioten! Wer zur Hölle bist du? Emma Child, Direktorin der Antiterrorabteilung des SIRS. Sie machen einen schrecklichen Fehler. Sie dürfen... Raus aus meinem Sprachkanal. Entschuldigung, Leute. Hat einen Moment gedauert, bis klar war, wie wir gehackt wurden. Schon okay, Bagley. Die gute Nachricht ist, anscheinend war Maliks Spur gut. Vermutlich will er unseren Agenten in der Nähe haben, um ihn als Druckmittel einzusetzen. Du findest ihn dort, wo auch Child ist. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Den Schlüssel von dir. Gibt es hier irgendwo noch Fallen, die wir auslösen können? Sieht nicht so aus. Okay, einfach rein ins Gefecht. Was soll's. Oh. Jetzt müssen wir irgendwie wieder nach oben kommen. Ich bin keiner von den Bauarbeitern. Hier ist niemand mehr. Gott sei Dank. Mich hat's erwischt. Boah.
Dankeschön. Oh ja, die Falle können wir schon mal scharf machen. Habe ich die jetzt scharf gemacht? Nee. Jetzt Falle scharf machen. Genau. Dich nehme mit. Und dann müssten wir eigentlich überall reinkommen. Dankeschön. Die Frage ist bloß, wo rein? Oh. Okay, er könnte noch gefährlich werden. Du bist jetzt bitte ruhig. Wir müssen dahin. Ich hätte da eine Bombe legen können. Warum habe ich das wohl nicht? Weil du verkackt hast? Weil wir etwas gemeinsam haben. Richard Malik hat uns beide verarscht. Sieh zu. Albions neuer Überwachungsauftrag, wie versprochen. Ist alles vorbereitet? So gut wie. Aber zuerst sagst du mir, um was es hier eigentlich geht. Okay. Ich infiltriere eine Terrororganisation namens DedSec. Ich arrangiere ein Treffen mit ihnen und deine Männer werden mich schnappen, bevor DedSec eintrifft. Es muss echt aussehen. Sie dürfen nichts bemerken. Du bist echt verrückt, Richard. Was zur Hölle willst du damit erreichen? Tote Terroristen. Ich vermute, dass Malik mit den Bombenanschlägen zu tun hat. Und der Vertuschung. Außerdem glaube ich, dass er und seine Verschwörer wieder zuschlagen wollen. Das hat er auch über dich gesagt. Aber natürlich. Lektion 1. Wenn du lügen willst, verflechte es mit Wahrheit. Also sollen wir dir jetzt einfach trauen? Mir schwebt da eher ein Geschäft vor. Ich habe euren Agenten. Tötet Malik mit mir, dann lasse ich ihn frei. Diese Tür öffnet sich in 30 Sekunden. Na, was hab ich gesagt, als hätte ich das Drehbuch geschrieben? Er ist der Bösewicht. Jetzt nichts wie raus hier. Nein. Malik ist der Chef von Zero Day. Oh, das hätte ich mir denken können. Kann man unmöglich sicher sagen, aber es sieht danach aus. Wir wissen auf jeden Fall, dass er uns den nächsten Anschlag in die Schuhe schieben will. Du weißt ja, was ich denke. Aber das ist riskant. Du entscheidest. Ob Malik zu Zero Day gehört oder nicht, spielt gerade keine Rolle. Er ist hinter uns her und wir brauchen unseren Agenten zurück. Das reicht mir schon. Okay, also, wie gehen wir vor? Du willst wissen, wie wir Malik aus dem Verkehr ziehen können? Ich hätte da ein paar Ideen. Charles hat recht. Wir können ihn rauslocken und dann erschießen. Ja, das würde gehen, aber Spaß macht das nicht. Wollen wir ihn nicht wenigstens vergiften? Wir haben noch nie jemanden vergiftet. Klappe, Bagley. Ihn zu erschießen ist sinnvoller. Na gut. Ich wende mich an Emma Child und sage ihr, dass der Zeck helfen wird. Gut. Mission abgeschlossen. Eindeutige Beweise sind durch. Diesmal haben wir sie. Mission gestartet, Tötungszone. Hier ist Malik für dich. Denk dran, er soll uns in der Öffentlichkeit treffen, damit wir seinem Schädel ein paar Luftlöcher verpassen können. Okay, legen wir los. Hast du Emma Child? Nein, da ist alles schiefgelaufen. Wir sollten uns treffen. Was ist passiert? Sie wusste über unsere Pläne Bescheid. Wir haben ein Informationsleck. Wie schnell bist du am Piccadilly? Nein. Piccadilly wimmelt nur vor Albion. Wie wär's mit Trafalgar Square? Was denkst du, Bagley? Der Trafalgar Square ist optimal. Gut, dann ist das entschieden. Dann bis bald. Er hat die Verbindung getrennt. Was auch immer. Ruft Child an. Gehen wir unseren Freund retten. Großartig. Ja, was? Alles ist bereit. Bagley kann die Details schicken. Wo ist unser Agent? Den kriegt ihr, wenn Richard tot ist. Klar, und du kannst mich auch mal. Wo ist er? Gut. Als Vertrauensbeweis organisiere ich eine Übergabe an einem zufälligen Ort. Ich werde niemanden zu seinem Schutz verheizen. Also beeilt euch, wenn ihr ihn an einem Stück wollt. Okay. Erst einmal den DedSec-Agenten retten.
und im Anschluss den anderen kaputt machen. Oi, Leute. Das Problem ist einfach, die könnten auch gemeinsam mit dem anderen arbeiten. Mit dem Albion-Typen. Ich glaube, der hieß Class oder Cass oder irgendwie so. Und dann haben die alles nur getürkt. Und haben ihr eine Datei gegeben, die die anderen beiden einfach zeigt. Das kann alles sein. Na, wir werden sehen. Es gibt ja jetzt nicht mehr so viel, was wir tun können. Wir können ja im Prinzip nur unsere Aufträge weiter abarbeiten und hoffen, dass das alles auch wirklich stimmt, was wir hier machen. Ist das jetzt der Trafalgar Square oder die Abholstelle? Wir sollen angeblich tiefer. Aber hier hinten komme ich nicht tiefer. Nein, ich muss nochmal umdrehen. Soll hier unten stattfinden. Sogar noch tiefer. Also müssen wir irgendwie tiefer kommen. Hier. Außerdem gibt es hier noch Dokumente. Oh, wie schön. Den haben wir sie ja bald alle. Da ist unser vermisster Freund. Mach ihn los und schick ihn ins Versteck. Moin. Wir haben dich befreit. Alles ist gut. Alles okay? Alles klar? Mir geht's gut, aber Emma Child sollte sich nach einem Innenausstatter umsehen. Sehen wir uns im Versteck? Fantastisch. Gott sei Dank, er hat seine goldene Jacke wieder an. Sobald er zurück ist, kriegt er von mir neue Unterwäsche. Jetzt brauchen wir jemanden am Trafalgar Square. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Und da vorne müssen wir hin. Auf geht's. Emma Child ist dran. Gut, ich kann alles sehen. Besprechen wir den Plan. Die Kanadier haben mir ein Büro am Platz überlassen, damit ich dich im Auge behalten kann. Gott segne das Commonwealth. Also, Folgendes wird passieren. 4 Scharfschützen decken alle Winkel ab. Hier, hier, hier und hier. Dein Job ist, Malik aufzuspüren. Und wenn du ihn dann hast, kratz deine Augenbraue. Das bestätigt das Ziel. Dann bis 2 zählen und ducken. Aha. Na gut, ich gebe mein Bestes. Ich muss vertrauen, dass er mich nicht miterledigt. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid, wenn man euch ans Bein pinkelt. Wenn... Einsatzteamleiter, Bericht. Keine Spur von Malik, Ma'am. Sauberer Schuss auf den Deadseck-Arsch. Verlockend. Fuck. Wo zum Teufel ist er? Der Scheiß gefällt mir kein Stück. Mir auch nicht. Scheiße. Ich habe hier kein Filament-Terminal. Ich muss eins anfordern. Etwas Geduld bitte, das dauert ein bisschen. Der Ball ist in deiner Hälfte, Bagley. Wenn doch nur jeder Einwohner Londons ein Hightech-Überwachungsgerät bei sich tragen würde. Hack ein paar Optics und ich überprüfe, ob Malik irgendwo zu sehen ist. Bin dran. Ich sehe weder relevante Videos noch Fotos. Such weiter. Ich durchsuche die Daten. Nichts. Versuch's bei jemand anderem. Ich darf bloß das Gebiet nicht verlassen, oder? Die Person hat ihn noch bestimmt fotografiert. Die GPS-Daten zeigen, dass sie zum relevanten Zeitraum nicht in der Nähe war. Versuch's weiter. Nur ein Gedanke. Albion-Wachen tragen normalerweise Körperkameras. Manchmal schalten sie sie sogar an. Okay, ich bleib einfach hier stehen. Es kann nichts passieren. Und... Ich scanne Ihren Körperkameraspeicher, ob ich etwas zu Malik finde. Er hat unsere Zukunft ruiniert. Unser Land verkauft.
Ja, er hat jemanden gesehen. Irgendeiner Tonne. Entweder ist das ein toter Briefkasten oder er ist gern kostenlos. Was zur Hölle geht hier vor? Malik wäscht wohl Wäsche. Mit dieser Technik wird man ein Überwachungsteam los. Wenn das so ist, befindet sich in diesem toten Briefkasten noch ein zweiter Treffpunkt. Dann ist er uns auf der Spur. Ich glaube nicht. Er würde verschwinden, wenn er eine echte Bedrohung sehen würde. Ich versetze die Schützen in Bereitschaft, während wir umplanen. Okay. Wo ist der neue Treffpunkt? Was zur Hölle ist hier los? Glaubst du wirklich, ich lasse mich von Nigel Cass hinters Licht führen? Er hat das Treffen aufgenommen, weil ich das wollte. Und Emma Child hat das bekommen, weil ich es wollte. Und jetzt hat die Polizei die vollständigen Profile all eurer Leute. Wenn du leben willst, dann auf den Boden und die Hände an den Kopf. Du weißt echt gar nichts über mich, oder? Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Das ist, damit ich die später nicht treffen. Ja, scheiße. Hey, hier drüben! Das war so klar. Verdammte Scheiße. Werden mir diese Bastarde denn ewig folgen? Bis du sie abschüttelst. Ja. Er ist hilfreich, was? Raus, sofort. Emma Child war in der Botschaft. Sie ist tot. Lauf einfach. Okay, Emma Child ist weg. Auf die können wir nicht mehr zählen. Und ich komme hier nicht mehr raus. Doch jetzt. Ja. Ich brauche einfach bloß irgendein Auto. Danke. Okay. Agentenwechsel. Die kennen uns ja jetzt alle. Was soll ich tun? Oh, sie ist auch weg. Verletzt. Wer war das denn? Und vor allem wie? Yo. Wir schaffen das. Wir brauchen bloß ein Auto. Hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Scheiß Söldner. Okay, schließen wir die Mission ab. Es gibt ein Problem. Plötzlich ist auf meine Optik ein Straftatalarm aufgetaucht. Was ist denn los? Ja, hier genauso. Was ist denn los? Anscheinend hat Malik nicht geblufft. Eure Gesichter sind überall in den Nachrichten. Und nicht im positiven Licht. Verdammt! Bagley, ruf alle ins Versteck. Wir müssen uns treffen. Oh, schon wieder. Okay, dann gehen wir mal ins Versteck. Mission abgeschlossen, Tötungszone. Nächste Mission. Ich denke mal, dass wir mit dem Malik noch einiges zu tun haben. Das Malik-Dossier. Besuche wieder mal das Teambriefing. Also ich weiß nicht, wie oft wir jetzt in diesem Spiel schon wieder ins Versteck gegangen sind, nur um ein Briefing zu bekommen, das wir auch hätten anders abhalten können. Das ist eine Nachricht für Detzek. Wird Richard Malik versuchen, mich auf grausame Art und Weise zu ermorden. Als ihr Malik seht, sagt ihr... Das Kanada-Haus wurde durch eine Reihe von Explosionen zerstört und eine Person, die Teil der DEZEC-Organisation ist, wurde auf Überwachungsaufnahmen bei einem Fluchtversuch gesehen. Der neue Leiter der SIRS-Antiterror-Einheit, Richard Malik, hat Folgendes dazu gesagt. Ich appelliere an meine Amtskollegen auf der ganzen Welt, diese DEZEC-Bedrohung unter keinen Umständen zu vernachlässigen. Das ist kein Widerstand. Widerstand gegen was? Es ist eine internationale Terroristenmiliz. Gemeinsam mit meinen Amtskollegen in den Fünf-Augen-Nationen werde ich dafür sorgen... Genug! Ihr seid am Arsch! Die schießen da draußen auf uns. Wir müssen ihn ausschalten! Das würde ich nicht empfehlen. DEZECs Überlebenschancen gehen in allen Szenarien gegen Null, noch bevor er gefunden wird. Malik weiß das wohl auch. Ich habe eine Lösung dafür. Baxi Boy, los, zeig's allen!
Erledigt. Die Theorie. Ein Regierungsgebäude wie das Kanada-Haus zu sprengen, erfordert Schmiergelder, ein Infiltrationsteam, Material und so weiter. Das hinterlässt eine Papierspur, die von einigen das Malik-Dossier getauft wurde. Wir brechen ins SRS-Hauptquartier ein, stehlen es und beweisen, dass Malik hinter dem Anschlag steckt. Vielleicht finden wir sogar noch etwas zu Zero Day. Missionsliste ist aktualisiert. Ja, eine Sache noch. Ich weiß, dass Malik gerade unsere beste Spur zu Zero Day und den Bombenanschlägen ist, aber er ist verflucht gefährlich. Wenn du ihn siehst, wir brauchen ihn nicht lebend. Das ist es nicht wert. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, was Malik über Zero Day und die Bombenanschläge weiß, ist wichtiger als das Wohlergehen jedes Agenten. Malik sollte lebend geschnappt und verhört werden. So sieht's leider aus. Und wir sollen das SIRS HQ infiltrieren und diesmal die letzten Daten rausholen, um Malik zu überführen. Ob wir das schaffen, wie wir es schaffen, das sehen wir im nächsten Part oder ab dem nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.